Willkommen zurück zu Warriors Orochi 2. In diesem Part werden wir gegen Yuan Shao kämpfen. Das war ja ein Kindheitsfreund von Cao Cao, aber auch der Hauptgegner in der Geschichte der Reiche, wenn es eben halt um die Zentralebene Chinas ging. Bei Guandu ging es darum und da haben sie bitter zusammen gekämpft, Cao Cao und Yuan Shao. Doch jetzt heißt es Verbündete finden und Cao Cao hat Yuan Shao vorgeschlagen. Und Zhang He hat sich bereit erklärt, mit Yuan Shao zu reden. Denn Zhang He war ja mal ein Unteroffizier von Yuan Shao. Er kämpft bei Shizugatake. Da ist Yuan Shao jetzt wohl stationiert. Der kämpft unabhängig von der Orochi-Armee, hat seine eigene Armee aufgestellt und ja, wir müssen wieder gegen ihn kämpfen. Und das Bizarre daran ist, dass Taishi Si uns hilft. Was macht der denn hier? So eigentlich ein Wu-Offizier. Naja, ich denke, nicht nur ich, sondern auch Cao Cao kann jede Hilfe hier gebrauchen. Ist egal, ob es Wu-Offizier ist, Shu-Offizier ist. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, er kämpft gegen Orochi. Teilen, erobern und herrschen. Spielen Sie die Feinde gegeneinander aus, damit sie sich selbst vernichten. Klingt schon mal interessant. With his defeat of the mighty Lu Bu, Cao Cao had earned the trust of Nuwa. She laid forth her plans concerning the mysterious Kiyomori Taira. Cao Cao hatte durch den Sieg über den mächtigen Lu Bu Nuwas Vertrauen gewonnen. Sie erläuterte ihre Pläne bezüglich Kiyomori Taira. Cao Cao understood the necessity of preventing the revival of Orochi and looked to merge forces with the other kingdoms. Cao Cao erkannte die Notwendigkeit, Orochis Wiedererweckung zu verhindern und wollte seine Truppen mit denen der anderen Königreiche zusammenschließen. First, he issued a proclamation declaring his plan and charged his son Cao Pi with gaining the cooperation of Wu. Er gab seinen Plan bekannt und beauftragte seinen Sohn Cao Pi damit, die Wu für die Zusammenarbeit gewinnen zu können. Ja, und das war ja der Kampf in Nanzhong, wo wir quasi eine Mann-Kampagne machen mussten. In der Wu-Story. Da mussten wir gegen Cao Pi kämpfen. Da dachten wir, ja, die Wei greifen uns an. Aber Cao Pi wollte nur den Spirit von Sun Jian wieder aktivieren, damit der ehemals die Wei-Truppen und allgemein die Menschen unterstützt im Kampf gegen Orochis Anhänger. Meanwhile, Zhang He was given the task of enlisting Cao Cao's old friend Yuan Shao, who had been building up his forces near Shizugatake. Zhang He soll Cao Caos alten Freund Yuan Shao anwerben, der seine Truppen nach Shizugatake versammelt hatte. Ever since the defeat of Orochi, Yuan Shao has gained much power. Seit Orochis Niederlage hat sich Yuan Shaos Macht stetig erweitert. However, with Orochi being reawakened, Yuan Shao's role should be one of support rather than the lead. Aber Orochi wird wiedererweckt. Yuan Shao ist nicht imstande, in solche Zeiten zu führen. Doch wir brauchen seine Hilfe. With this battle, I will make him see the light. Diese Schlacht wird ihn verstehen lassen. Oh Gott. Zhang He redet mit sich selbst oder so. Kein anderer hat geantwortet. Er ist für alle einfach zu bizarr. Okay, Kunoichi, die ja scheinbar irgendwie Ninjarin von Cao Cao geworden ist. In a way story. Die ist jetzt auch mal dabei, weil die war schon in den zwei Schlachten davor immer von großer Wichtigkeit. Und jetzt wollen wir die mal spielen. Mit ihren kleinen Dolchen hier, Shiranui. Und Xu Huang. Ja, einer der fünf Tiergeneräle von Wei. Auch am Start und natürlich Shaodun, der treueste Offizier der Wei. Cousin von Cao Cao. Oh, auf jeden Fall nice. Ich verwende hier diesen Kirin-Reister, weil er plus 5 hat. Und die Attribute an sich sehr, sehr stark sind. Und zwar nicht so viele wie auf der anderen Kirin-Reister sehen, aber die Waffe ist overall die beste. Glaubt mir. Yuan Shao muss besiegt werden, das Hauptler darf nicht fallen. Und Yuan Shao, wie auch bei Guandu, ist mal wieder eine Überzahl. Das kann was werden. Wir haben hier Yuan Shao, Jiang Wei. Was macht der denn da? Gao Lan, das war ein Unteroffizier von Zhang He. Wen Shou, Yan Liang, die stärkste Krieger von Yuan Shao.
Schon Neo Kyong, der Betrunkene, der das Wu Chao Versorgungslager beschützen sollte. Bei Guan Du. Tian Feng. Stratege. Yuan Shu. Oh, was machst du denn hier? Das ist der Bruder von Yuan Shao. Das ist aber eigentlich ein eigener Yasha. Yuan Shang. Yuan Tan, das ist der älteste Sohn von Yuan Shao. Gu Tu. Sein Lieblingsstratege, wenn er so wollt. Yuan Xi. Ach du Scheiße. Und Moloche. Wie kommt der denn an Moloche ran? Das ist ja gar nicht sein Ding eigentlich. Boah, ist das für eine Riesenarmee, ey. Malachit kann man hier finden. Bringen Sie Ihre Anliegen auf Ihre Seite und zerstören Sie die Belagerungswaffen. Und was ist mit Tai Chi Si? Von dem haben wir gar nichts gehört, ne? Kommt vielleicht noch. Lord Yuan Shao's army is heading for me. It appears I won't be able to avoid confrontation. Das ist das dritte Outfit von Kunoichi, nicht wundern. Warum das so komisch aussieht. Wollte ich euch mal zeigen. Ja, er ist echt noch immer gegen Cao Cao wegen Guan Duos. Will er Cao Cao wahrscheinlich nicht vergessen. Aber er darf nicht vergessen, dass er mal Freund von Cao Cao war. Ich frage mich, warum Jiang Wei ihm hilft. Was hat er dem bezahlt, ey? Ich meine, er hat ja die Kohle als Adeliger. Spin to win. Ja, die Moloche sind einfach gefährlich, ne? Da müssen wir mal zusehen, wie wir die jetzt vernichten. Ich denke, ich mache hier einfach einen kombinierten Musu-Angriff. Ja. Das war wohl das richtige Mittel, denn beide Moloche sind Geschichte. Aber hatte der nicht vier oder so? Vielleicht kommen die aus anderen Richtungen. Ich weiß nicht. Boah, meine Fresse, was ist denn hier los? Wie viele Bogenschütze hier sind? Die Entwickler haben doch total gelitten. Guckt es euch an, die haben gelitten. Gelitten. Was ist das für ein Scheiße? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich ficken oder was? Was ist das denn für ein Bullshit? Übertreibe komplett. Ah, Yuan Tan soll überlaufen. Ja, das wäre natürlich cool. Ja, viele von euch wissen vielleicht, dass das mein Lieblings-Yuan ist. Der älteste Sohn. Und wahrscheinlich, wenn wir alle Yuans irgendwie auf unsere Seite bekommen haben, dann denkt auch Yuan Shao drüber nach. Gucken wir mal. Xun Yu. Ja, Xun Yu, der hat ja bei Guan Du schon Yuan Shao verraten, indem er ihm mal zu Cao Cao ging und eben halt den Ort des Wu Chao Versorgungslagers preisgegeben hat. Ach, Xuang mit seiner Range, der räumt ganz gut auf, muss ich sagen. Ich denke, es wird Zeit, das Problem wieder switchen. Wo ist denn jetzt Yuan Tan? Klar, ich habe es natürlich schon mal gesehen. Ich habe es wieder vergessen, ist ja klar. Als ob ich mir das alles merken könnte. Der befindet sich da, also müssen wir nur nach Norden. Xun Yu, chase doch nicht diese Offiziere. Just do your job, please. Ja komm, hier kommen natürlich immer die ganze Zeit neue Gegner aus. Deswegen müssen wir das jetzt hier mal kurz einnehmen. Kein Problem. Dann macht er jetzt hoffentlich seinen Job. Und sonst wird er gefeuert. Ja. Ja, nice. Ich denke, hier habe ich ausgedient. Ja, nicht nur Li Din hat ausgedient. Ja, Li Din kommt so selten vor, ne? Jetzt, wo ich es gerade erwähnt habe. Orochi hatte echt eine geringe Rolle. Naja. Gut. Da wollen wir Hanhao helfen. Der heult hier schon die ganze Zeit rum. Wo brennt's denn? Ah, ernsthaft? Nur wegen den Torwächter? Ach, come on. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Was kannst du eigentlich, ey? Meine Fresse, ey. Ja, Xun Yu ist eingetroffen bei der Garnison. Sehr schön. It is my belief that you are the only man fit to succeed your father. If we lend you our support, you could do something about it. If that's true, I must act at once. Lord Xun Yu, please lend me your strength.
Ja, also müsst ihr wissen, obwohl er Älteste war, wurde er nicht quasi der Thronerbe von Yuan Shao. Der Nachfolger. Das war der Jüngste. Aber nicht Yuan Tao. Und da war er ein bisschen sauer. Und die damals gestritten, Yuans. Er wurde eben mal nicht zum Nachfolger ernannt. Wer bist du denn? Yan Liang wahrscheinlich, ne? Ja. Übrigens, neue Fähigkeit von Kunoichi. Die hatte sie nicht im ersten Teil. Können sie jetzt unsichtbar machen für eine lange Zeit. Schon praktisch. Ja, Kunoichi ist jetzt nicht so stark. Ja, Unsichtbarkeit ist schon nice. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen da jetzt kurz mal dafür sorgen, erstmal, dass Xu Huang wieder auf den Boden kommt und dass er eben mal nicht die Nachricht bekommt, oder? Wird Zeit für einen taktischen Rückzug, möchte ich mal meinen. So, Jiang Wei macht sich auf. Wo ist denn Yuan Xi? Wo ist der denn? Da ganz, ganz unten. Hm. Meinetwegen. Ach, hier ist auch noch ein Moloch, guck an. Ja, Big Xi hat Moloch besiegt. Nice. Good job. Ich glaube, hier ist unser Kurier schon, ne? Bist du hier, Jiang Wei? Ja. Willst du hier hin und nicht weiter, mein Freund? Ey! Bleib da stehen, du Arsch! Ey, der kann hier gar nichts. Der rennt ja nur weg. Der wehrt sich ja nicht mal. Der will einfach nur dahin. Das lasse ich aber nicht zu. Das gibt's nicht. Jiang Wei. Ich hab's doch gesagt, bis hier nur nicht weiter. Kommst ja nicht durch. Und das war's. Das bedeutet, dass Xun Yu jetzt vielleicht den Yuan Xi auch noch überreden kann. Ich hoffe, er macht weiter mit seinem Job. Das hat er ja ganz gut gemacht. Bei Yuan Tan hat's funktioniert. Ah, er macht so einen Doppelgänger, auch interessant. Wer ist denn der Doppelgänger? Einfach so ein random Typ oder was? Nice! Fehlt nur Yuan Xi. Nur noch der Yuan Xi. Sehr schön. Yuan Shang, glaube ich, ne? Ja, Yuan Xi war's. Er ist der Jüngste, der Thronnachfolger von Yuan Shao. Weiß nicht, ob der sich überhaupt überzeugen lässt. Mal schauen. Was mir nicht gefällt, ist, dass Yan Yang ausgerückt ist. Da müssen wir mal zusehen, dass wir da schnell hinkommen. Ja, ich mach's mit Shao Dun. Double Jump. Vor allen Dingen die ganzen Truppen, die da jetzt aus den Toren rauskommen im Westen. Das macht mir schon Angst. Ja, Hanau, diesmal hat er zu Recht Schwierigkeiten. Wird wahrscheinlich sogar sterben. Weil ich wäre auch fast gestorben, ne? Eine Leiste war ja schon weg. Yeah, Taishi Xi ist eingetroffen. Okay, der große Wendepunkt, Freunde. Sehr nice. Ja, ich glaube, jetzt hat Hanau nicht mehr so die größten Probleme. Lass in der Ruhe, der arme Hanau. Schatz wurde entdeckt, direkt da. Der Festung war eh durch müssen, das kann ich dann direkt einsnacken. Sehr schön. Tja, Yuan Shao, würde ich mir mal Gedanken machen. Vielleicht sehen die es ein, dass wir zusammen stärker sind. Bessere Chancen gegen Orochi haben. Vor allem wollen wir ja nicht, dass er wiedergeboren wird. Das Schlimmste verhindern. Nur in zwei Storylines ging's bereits daneben. Da wurde Orochi einfach wieder geboren und ich denke, anyway, Story wird sich anders sein. Doch wie kommt es dazu? Wenn die so gut vorbereitet waren, ha? Hm. Wow, Gutu war sogar übergelaufen. Aber er wurde jetzt vernichtet. Sehr interessant. Ich glaube, Yuan Shang müssen wir wirklich besiegen. Dann müsst ihr hier rumgammeln. Ja. Na gut. Der Yuan.
Der jüngste Sohn von Yuan Shao, der muss nur jetzt vernichtet werden. Geht nicht anders. Kommt so vor, als wenn Shao Dun stärker gewesen wäre im ersten Teil. Das lag nur an meiner Waffe. Ich denke, den kann man hier genauso stark machen, wenn nicht sogar noch stärker. Ich hätte in Orochi 1 eine sehr heftige Waffe für ihn. Hier eben halt nicht so. Yuan Shao immer noch sehr überzeugt, dass er gewinnt. Tut so, als hätte er noch eine große Armee übrig, aber letzten Endes hat er doch gar nichts mehr, oder? Ne. Nicht wirklich. Ja, Wen Shao ist natürlich ein gefährlicher Gegner, aber auch der wird das Ruder nicht mal rumreißen können. Denn Yan Liang haben wir schon ein bisschen, das ist ohne Guan Yu. Denn bei Guan Yu konnten nur Guan Yu eigentlich sie mit denen anlegen. Yan Liang hat auch Xu Huang zum Beispiel in der Flucht geschlagen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die schnell besiegen, weil wir haben gerade Axis Kriegsverse und die ist jetzt gleich zu Ende. Jetzt ist sie schon zu Ende. Damn. Hui! Und yeah. That's it. Aber wenn Shao geistert da noch irgendwo rum. Ich denke, der ist hier in dieser Festung. Ne, ist nur Luke Xiang. Wo ist mein Shao? Der ist da oben wahrscheinlich bei Yuan Shao. Tut so, als wäre es ein Leibwächter. Ich mach mich jetzt unsichtbar. Oh, das macht aber am Anfang Schaden. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich cool. Das ist geil. Ich weiß aber nicht, was das hier mit Stärke zu tun hat, ne? Kuishi gilt ja in diesem Spiel als Stärkcharakter, was überhaupt nicht zu ihr passt. Aber die Unsichtbarkeit-Fähigkeit, die ist auch jetzt nicht wirklich Stärke-related. Eher Technik oder Speed, ne? Speed würde am besten passen zum Ninja. Ich meine, die kann nicht mal einen Double-Jump. Als Ninja, was ist das? Normalerweise können die Ninjas immer. Ich weiß nicht, was so Kunoichi Stärkcharakter sein soll. Es ergibt leider überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was Koi da wieder geraucht hat. Oh, ein Schatz! Ich schätze, dieser Schatz ist sehr schätzenswert. Und von äußerst schätzbarem Wert. Hanau, Mensch, was ist los mit dir, hä? Do you know the way? Die ganze Zeit nur am Rumheulen. Mann. Hanau. Was zeige ich sie jetzt auch noch, der dir hilft? Was soll er noch für dich machen? For Honor. Nein, wir spielen Warriors Orochi 2 und nicht For Honor, Zugang. Falsches Spiel. Gibt's ja das Spiel. Oh, Wen Shao will's wissen. Guckt sich an. Was ist los mit dem Wen Shao? Ja gut, der Yan Yang war auch so hartnäckig, ne? Zum Glück sind wir jetzt nicht alleine, wie bei Yan Yang in der Festung. Das war auch nix, da hab ich mich ja nicht ohne Grund zurückgezogen. Ich hätte den hier erstmal wegmachen sollen. Mensch, Gao Lan, ich dachte, du überläufst auch. Meine, Zhang He ist hier. Sein Vorgesetzter. Historisch gesehen hat Gao Lan sogar den Vorschlag gemacht, Zhang He zu überlaufen zu kriegen. Das ist ja das Lustige. Der hat damit angefangen. Aber hier blieb er jetzt einfach bei Yuan Shao. Ganz komisch. Apropos Yuan Shao. Was machst du denn hier? Kommst du echt aus deiner Burg raus? Na gut, macht er beim Hulao-Tor ja auch, ne? Da greift er ja auch mit an. Na, ja, Yuan Shao ist eigentlich schon so einer, der manchmal mitkämpft, ne? Stimmt schon. Darf ich mich mit Dong Zhuo verwechseln, der wirklich nur die ganze Zeit in der Burg rumlungert. Ah, okay, nach der Schlacht will er Autogramm geben. Sehr interessant. Kann auch sein, dass Yuan. Oh, jetzt macht es den Angriffsbuff. Kann sein, dass Yuan Shao ein bisschen sauer auf Zhang He ist, weil er ihn ja bei Guan Yu verraten hat. Das war jetzt echt keine Challenge, ne? Fand Wen Shao und Yan Ling so schwer. Huh.
Cao Cao and Cao Pi are truly father and son. They think alike. Den Meister Cao Cao und Cao Pi sind wirklich wie Vater und Sohn. Sie denken ähnlich. By absorbing other forces, they will gain the power needed to resist Kiyomori. I'm sure you understand the necessity for some roughness in their methods. Durch Aufnahme weiterer Truppen erhalten sie die Kraft, um Kiyomori zu widerstehen. Ihr seht die Notwendigkeit, etwas rauer Methoden sicherlich ein. It is of no import. Wu knows the problem we face. The problem is Yuan Shao, is it not? Das bedeutet nichts. Wu kennt unser Problem. Das Problem ist Yuan Shao, oder nicht? Attempting to force us to serve him. Does Cao Cao intend to become a second Orochi? Dass Cao Cao versucht, unsere Dienst zu erzwingen. Will er ein zweiter Orochi werden? That's enough, Zhang Wei. We have been defeated. And as such, we have no right to be so bold. Das reicht, Zhang Wei. Wir wurden besiegt und haben nicht das Recht, so dreist zu sein. I shall comply with your gracious request and join your cause. I must think of the good of the land. Ich komme eurer höflichen Bitte nach und schließe mich euch an. Ich muss an das Wohl des Landes denken. Ihr seid wirklich ziemlich süß, wenn ihr dich so nobel tut. Our friends have come before me and begged me for their aid. It would not be noble of me to refuse. Unsere Freunde habe ich gebeten, uns Hilfe zu dürfen. Es wäre unangebracht, ihnen zu widersprechen. We march. With the assistance of Cao Cao and his men, the new Yuan Shao army will prevent the return of the Serpent King. Wir marschieren mit Hilfe Cao Caos und seiner Männer, wird die neue Yuan Shao Armee die Rückkehr des Schlangenkönigs verhindern. Ah, there's the Yuan Shao I know. Now, let us return to Lord Cao Cao. Ah, das ist der Yuan Shao, den ich kenne. Kehren wir zu Lord Cao Cao zurück. Ja, das scheint eben ungerecht, das braucht ihr mir nicht in den Kommentaren zu schreiben. Ich habe auch unangebracht erst gelesen und letzten Endes hat es auch in den Kontext gepasst, deswegen bin ich dabei geblieben. Ja. Manchmal sind diese Lazy Fails gar nicht so schlimm. Wenn man quasi ein anderes Wort liest, was die gleiche Bedeutung hat. Macht euch da mal drüber Gedanken. Ich muss es ja nicht wörtlich vorlesen, ob sogar der Sinn wird vermittelt. Ja. Okay, nicht gerade die besten Waffen, die wir hier gefunden haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon ein bisschen mager. Ja, sehr schlechte Waffen, ganz ehrlich. Letztes Mal haben wir richtig gute Sachen gefunden, aber hier nur Müll. Nutze ich diese Map, um irgendwelche Waffen zu finden. Ja, auch hier für Xuhuang. Absoluter Bullshit. Wenn ich nicht zum Malen. Oh, schau du, dann eine gute gehabt. Aber gerade er findet Waffen, die er nicht braucht, weil er hat schon so viele gute. Seht ihr das? Ja, komm, machen wir alles weg. Hat ja keinen Sinn. Alles klar. Dann schauen wir uns noch die Schlacht an, die wir im nächsten Part machen werden. Und das wäre die Schlacht bei der Burg G. Da steht Maeda-Armee, aber ich weiß nicht, ob Keiji Maeda uns hilft oder Toshi Maeda. Toshi ist ja neu. Neuer Charakter in Heuer Orochi 2. Und wir müssen gegen Masamune kämpfen. Ja, in jeder Storyline muss man, glaube ich, einmal gegen Masamune Dart kämpfen. Und deswegen machen wir hier die obligatorische Fight im nächsten Part. Also, Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein. We'll be right back.